ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Große Worte, wenig Tatendrang. Aktivisten weltweit zweifeln an der Durchsetzungskraft der Weltklimakonferenz in Glasgow. Fast 200 Staaten beraten dort seit Tagen, wie die Erderwärmung noch begrenzt werden kann. Für Tausende, vorwiegend junge Leute, handelt es sich dabei jedoch um nicht viel mehr als Grünfärberei. Sie sind nach Schottland gereist, um Druck auf die Politik auszuüben. Tausende versammelten sich bereits am Morgen in ganz Glasgow. Unter ihnen auch Greta Thunberg und Luisa Neubauer. Der Jugend reicht es. Was wir feststellen ist, dass hier wieder einmal Regierungschefs und Chefinnen aus der ganzen Welt einreisen. Nachdem sie ihre Versprechen in den letzten Jahren nicht eingehalten haben, um darüber hinwegzutäuschen, machen sie neue Versprechen und lassen sich dafür feiern. Und die Frage bleibt aber, wann fangen sie an zu handeln? Und dafür sind wir hier. Der Ton ist schärfer geworden. Die, die hier demonstrieren, glauben nicht mehr daran, dass die notwendigen Schritte auf dieser Klimakonferenz noch schnell genug eingeleitet werden. Hört auf zu reden, fangt endlich an zu handeln. Eine Woche haben sie noch, da muss was passieren. Während draußen protestiert wird, versucht man es drinnen mit Diplomatie. Junge Aktivistinnen fordern auch hier die Verantwortlichen zu echtem Handeln auf. Dazu eingeladen haben sie die UN-Klimabeauftragte. Wir haben sie eingeladen, weil wir ihnen trauen müssen, weil wir keine andere Wahl haben. But because we need to. We will be, wir werden ihre Anliegen gerne an die Delegation weitertragen, denn ich denke, alle ihre Forderungen sind vernünftig und berechtigt. Are absolutely reasonable and justified. Morgen soll der Druck auf die Klimakonferenz noch einmal verschärft werden, mit einer weiteren Großdemonstration, zu der über 100.000 Menschen erwartet werden. In Glasgow ist Mareike Aden. Frau Aden, wie ernst nehmen die Politiker diese Demonstration im direkten Umfeld der Konferenz? Ja, also die Politikerinnen und Politiker, die Offiziellen, die sagen, natürlich nehmen wir das sehr ernst. Alles, was uns die jungen Menschen sagen, das wollen wir ja hier umsetzen. Die jungen Menschen allerdings hier, die Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen habe, die sehen das ganz anders. Das haben wir im Beitrag ja auch gerade gehört, auch wenn heute da im Konferenzzentrum der Jugendtag sozusagen ist. Sie haben das Gefühl hier, dass ihre Zukunft mit Füßen getreten wird. Und gerade jene Jugendlichen, die aus den ärmeren Entwicklungsländern und Schwellenländern kommen in Asien, Afrika und Lateinamerika, die sagen, dass die reichen Industrienationen vor allem ihre Stimmen ignorieren. Wie aufgeheizt ist die Stimmung unter den jungen Leuten? Heute am Morgen, da war doch sehr viel Energie da, aber vor allem positive Energie bei den meisten. Das haben mir auch junge Aktivistinnen, die aus den Vereinigten Staaten hier studieren, gesagt, dass das die Momente sind, die ihnen Kraft und Hoffnung geben, während sie, wenn sie alleine sind, dann eher deprimiert sind angesichts der Lage. Hier hinter mir auf der Bühne, wo Aktivistinnen sprechen, da wird es auch oft sehr emotional. Da hatten mehrere Redner und Rednerinnen auch schon Tränen in den Augen und auch die Jugendlichen, mit denen ich hier gesprochen habe, sagen, dass sie sehr große Angst haben. Also es ist schon aufwühlend für viele, hier zu sein. Mareike Aden aus Glasgow zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter rasant. Gestern vermutete man noch, es liege an Nachmeldungen vom Feiertag Allerheiligen, dass ein neuer Höchststand erreicht wurde. Doch heute wurde auch der übertroffen. 37.120 neue Fälle wurden innerhalb eines Tages gemeldet. Mehr als auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie im vorigen Dezember. Um den Anstieg zu bremsen, hat die Konferenz der Gesundheitsminister in Lindau am Bodensee weitere Maßnahmen beschlossen. Seit gestern steht ein Impfbus vor dem Tagungshotel in Lindau. Gegen 11 Uhr hat sich schon eine kleine Schlange Impfwilliger gebildet, darunter die 81-jährige Erika Erbenstein. Nach ihrer zweiten Impfung im Februar will sie jetzt den viel diskutierten Booster. Ich halte das sehr viel davon, weil das eine Auffrischungsimpfung ist und der Impfschutz soll ja ein wenig nachlassen. Noch Bundesgesundheitsminister Spahn und sein bayerischer Kollege Holitschek werben seit Tagen für die dritte Impfung.
Ihr Kurzbesuch beim Bus hat vor allem eine Botschaft. Wir brauchen mehr Tempo, mehr Geschwindigkeit bei diesen Auffrischimpfungen. Das zeigen eben vor allem auch die jüngsten Erkenntnisse. Also dass es so einen Unterschied macht, einen so klaren auch, um eine Welle zu brechen, ist ja eine Erkenntnis, die wir erst seit wenigen Tagen, Wochen haben. Schon länger wissen alle, dass die Alten- und Pflegeheime besser geschützt werden müssen. Deshalb kommt jetzt die Testpflicht für Personal und Besucher, auch für die Geimpften und Genesenen. Ich bin ganz dankbar, dass wir heute alles einheitliche Beschlüsse gefasst haben, weil wir auch deutlich machen wollen, dass es hier keine politische Gesundheitsministerkonferenz gewesen. Einigkeit auch, dass es keine Impfpflicht für das Personal in Pflegeheimen geben soll und keinen Lockdown. Nicht-Geimpfte aber müssen sich darauf einstellen, dass gerade in Regionen mit hohen Inzidenzen und stark belasteten Intensivstationen die 2G-Regelung eingeführt werden kann, also zu bestimmten Bereichen nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister erstmals bundesweit geeinigt und auch darauf, diese Zugangsbeschränkungen stärker als bisher zu kontrollieren. Corona bewegt auch die Börse. Die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna verlieren heute 18 bzw. 20% an Wert. Der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer wiederum kann zeitweise fast 10% zulegen. Samir Ibrahim, was ist da los? Pfizer hat eine Notfallzulassung für ein Medikament angekündigt, das sie entwickelt haben. Und dieses Medikament könnte, wie es hier heißt, der Game Changer sein. Also ein Medikament, mit dem sich schwere Krankheitsverläufe und auch Krankenhaus-, Intensivstation-, Aufenthalte möglicherweise verhindern lassen. Die Wirksamkeit bei über 80%. Das gibt hier Mut. BioNTech und Moderna deshalb eben im Nachsehen, weil man hier natürlich darauf spekuliert, dass dann Pfizer jetzt sehr, sehr viel davon verkaufen kann. Die anderen müssten nachziehen. Da schichten Investoren schlicht und ergreifend um. Aber man hat hier eben die große Hoffnung, dass das möglicherweise tatsächlich der Durchbruch sein könnte. Deshalb auch die Aktien von Reiseunternehmen beispielsweise heute im Plus. Der DAX insgesamt weiterhin gut unterwegs, steht jetzt bei 16.045 Punkten. Also noch leicht im Plus auf die Woche gesehen. Ein deutliches Plus von mehr als 2%. Samir Ibrahim von der Börse in Frankfurt, vielen Dank. Der Bundesrat hat einer neuen Heizkostenverordnung zugestimmt. Demnach müssen neu installierte Zähler aus der Ferne ablesbar sein und bestehende Zähler bis Ende 2026 nachgerüstet oder ersetzt werden. Das Ablesen der Zählerstände vor Ort soll damit entfallen. Mieterinnen und Mieter sollen außerdem detailliert über die Zusammensetzung der Kosten informiert werden und monatlich Angaben über den Verbrauch erhalten. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP läuft es derzeit offenbar nicht so ganz rund, zumindest aus Sicht der Grünen. Deren Vorsitzende Baerbock hält es für möglich, dass der angestrebte Zeitplan nicht eingehalten werden kann und die Gespräche verlängert werden müssen. Bei den für die Grünen entscheidenden Stellschrauben seien die Unterhändler noch nicht so weit. Es knirscht in den Verhandlungen über eine mögliche Ampelkoalition, vor allem beim Thema Klimaschutz. Grünen-Chefin Baerbock wies am Morgen auf die vielen offenen Fragen und den Unmut der Grünen hin. Dann muss sich Klimaschutz durch eine neue Bundesregierung querschnittsartig durchziehen. Das betrifft den Baubereich, das betrifft insbesondere den Automobilbereich, weil da von 1990 bis jetzt die Emissionen nicht gesunken sind. Diese Baustelle ist riesengroß. Aus ihrer Sicht sei noch nicht klar, ob eine Ampelkoalition das 1,5-Grad-Ziel in der Klimapolitik einhalten könne. Offen auch, ob die Arbeitsgruppen rechtzeitig fertig werden. Gleichzeitig baten die Grünen auch Umweltverbände, in einem Brief Druck aufzubauen. Es sei hilfreich, darauf hinzuwirken, dass auch SPD und FDP ambitionierte Vorschläge einbrächten. Gelassener gibt sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD. Sie sieht die Verhandlung und auch den Zeitplan nicht in Gefahr. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Gespräche positiv weitergehen. Es ist ganz normal, dass während der Verhandlungen mal die eine oder die andere Partei vielleicht zufriedener, unzufriedener ist. Es kommt auch ein bisschen darauf an, in welche Arbeitsgruppe man gerade blickt. Bis kommende Woche sollten die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse präsentieren. Dreyer ist optimistisch, dass Olaf Scholz in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werde.
Die Nationalsozialisten wollten sie umbringen, aber heute feiert Margot Friedländer ihren 100. Geburtstag. Als sie den Holocaust überlebt hatte, wanderte sie in die USA aus und wollte eigentlich nie mehr nach Deutschland zurückkehren. Doch nach dem Tod ihres Mannes 2010 zog sie wieder in ihre Heimatstadt Berlin und dort erzählt sie in Schulen von ihrem Leben und Überleben. Das ist der Stern, den wir getragen haben. Diesen Stern, ein Notizbuch und die Bernsteinkette ihrer Mutter hat Margot Friedländer bis heute aufbewahrt. Sie hat das Grauen der NS-Diktatur überlebt. Seit 2009 ist sie wieder in Deutschland, in Berlin, in der Stadt, in der sie geboren wurde. In der Stadt, aus der ihr Bruder zusammen mit der Mutter in den Tod geschickt wurde. Hier ist sie damals untergetaucht. 1944 wurde auch sie deportiert nach Theresienstadt. Ich möchte nicht, dass ein Mensch so etwas erleben sollte, was wir erlebt haben, was damals gemacht wurde. Es ist nicht für mich, was war, aber es darf nie wieder geschehen. Deshalb erzählt sie Jugendlichen immer wieder ihre Geschichte. Versucht, ein Leben zu machen, heißt eins ihrer Bücher. Diesen Satz hatte ihr ihre Mutter hinterlassen. Sie vermittelt mit ihrer unglaublichen Kraft und ihrem, wie ich finde, sehr berührenden Engagement gegen das Vergessen und für eine demokratische Zukunft unseres Landes eine menschliche Größe, die wirklich unter die Haut geht. Und sie vermittelt Lebensfreude. Heute feiert Margot Friedländer ihren 100. Geburtstag mit 100 Freunden. Das hat sie sich gewünscht. Fans haben jahrzehntelang darauf gewartet. Rund 40 Jahre nach ihrer letzten Platte hat die schwedische Band ABBA heute ihr neues Album veröffentlicht. Das Werk mit dem Titel Voyage, auf Deutsch Reise, enthält 10 neue ABBA-Songs und ist seit Mitternacht sowohl digital als auch auf Tonträgern erhältlich. Alle 4 Bandmitglieder sind mittlerweile über 70 Jahre alt. Aus dem eigenen Museum zurück ins Rampenlicht. Seit heute ist das neue ABBA-Album im Handel. Natürlich auch als Kassette und LP. Alles so wie früher, 40 Jahre nach dem letzten Studioalbum der Band. I feel so happy. Ich bin so glücklich, mir fehlen wirklich die Worte. Es ist noch immer dasselbe ABBA-Feeling wie damals. Es hat etwas Nostalgisches. Man hört, dass sie älter geworden sind, keine 20 mehr, aber ich finde es klasse. Und so klingt es, das neue ABBA-Album. Ursprünglich wollte die Band nur 2 Songs aufnehmen, aber dann sei mehr daraus geworden, erzählt Benny Andersson im Interview mit der ARD. Wir dachten, wow, wir sind noch immer gut, es klingt noch immer wie damals. Deshalb haben wir gesagt, wir machen noch ein paar Songs mehr und schauen, was passiert. Denn das hier ist das eigentliche Großprojekt der Band. Eine Show mit 4 vom Computer animierten und jung gebliebenen ABBA-Avataren in London. Start im kommenden Frühjahr. Dafür brauchte es neue Songs, das Album als PR-Coup. Nein, noch ein Album wird es nicht geben. Versprochen. So wie es auch kein Band-Revival geben sollte. Das habe ich nie gesagt. Aber jetzt sage ich es, auch das wird nicht passieren. Die neue Platte ist also kein ABBA-Neuanfang, sondern eher ein Abschiedsalbum. Der frühere Sportschau-Moderator Holger Obermann ist im Alter von 85 Jahren gestorben, wie seine Frau mitteilte. Von 1966 bis 1984 arbeitete er für die ARD. Vor seiner TV-Karriere war Obermann Fußballtorwart. Im Auftrag von Sportverbänden leitete er zahlreiche Projekte in der Entwicklungshilfe. Obermann erlag am 30. Oktober den Folgen einer Corona-Infektion. Regen, Wolken, Wind und Nebel, das alles hat das Wetter morgen je nach Region im Angebot. Hier ist unsere Vorhersage. In der Nacht breiten sich im Norden Wolken aus. Richtung Küsten regnet es ab und an. Ähnliches Bild dort am Tag bei einem lebhaften Wind. Im Süden und in der Mitte ist es teils neblig, trüb oder bewölkt bzw. sonnig. Den meisten Sonnenschein gibt es in den Hochlagen des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb sowie auf der Nordseite der Mittelgebirge. In der Nacht 10 Grad auf den nordfriesischen Inseln und minus 5 Grad am Alpenrand. Am Tag 5 Grad bei Dauernebel und 12 Grad an der Nordsee. Und das war die Tagesschau um 5. Jetzt kommt Brisant und um 20 Uhr gibt es dann die nächste Ausgabe. Einen schönen Abend noch.